Ich hatte das große Glück, dass ich eine sehr aufmerksame beste Freundin habe, die mitbekommen hat, dass ich mich sozial engagiere. Und sie hat mich zu dieser Bewerbung ermutigt und dementsprechend habe ich mich dann auch beworben. Bewerbungsprozess gliedert sich in 3 Schritte. Das heißt, man macht zunächst eine Online-Bewerbung und reicht die notwendigen Unterlagen ein. Und dann finden im Regelfall 2 Auswahlgespräche statt. Und ja, dann kam die Zusage. Das Stipendium ist für mich super gut, weil es zum einen einen materiell unterstützt. Also wenn man sich engagiert, hat man nicht immer so viel Zeit, um zum Beispiel zu arbeiten. Aber zum anderen halt auch die ideelle Förderung. Man kommt mit anderen Stipis zusammen, die auch in dem Themenbereich aktiv sind. Man kann sich vernetzen und einem werden alle Wege irgendwie eröffnet, die man vielleicht beschreiten will. Das heißt, man hat ein Überangebot an Seminaren, Arbeitskreisen, Veranstaltungen teilzunehmen. Ich persönlich mache gern Journalismus, Politik, aber auch Wissenschaft. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung hat in allen den Bereichen irgendwie Angebote. Und da kann man sich gut entfalten und deswegen ist es gut, Stipendiat zu sein. Gut, ich muss los. Okay. Euch noch viel Erfolg hier, ne? Ja, danke. Im Stand. Mach's gut. Tschüssi. Mach's gut. Bis demnächst. Ich engagiere mich gegen Rechtsextremismus, weil mir das super wichtig ist, eine Gesellschaft zu schaffen, wo Menschen gleichberechtigt teilhaben können. Und Nazis vertreten ein Ungleichwertigkeitsdenken. Ich aber bin eben für eine gleichberechtigte Gesellschaft und dafür steht auch die Friedrich-Ebert-Stiftung, dass eben Menschen an Bildung, an Gesellschaft teilhaben können. Und dafür trete ich eben auch politisch ein. Ich engagiere mich beim Runden Tisch Johannisthal und das ist eine Bürgerinitiative hier in Johannisthal. Und wir wollen die Nazi-Propaganda, die es ja ganz viel im Kiez gab, Schmierereien, Plakate, Hakenkreuze, entfernen und stattdessen Kästen und andere öffentliche Objekte bunt bemalen, also den Kiez bunter machen. Und das passiert jetzt ja auch gerade. Ich engagiere mich hier bei Mob e.V. Zu Mob e.V. gehört jetzt auch die soziale Straßenzeitung Straßenfeger und dort bin ich halt jetzt bei der Redaktion tätig, schreibe Artikel, recherchiere und mein Bild von der Gesellschaft ist, dass Menschen sich durchaus ihren Rechten bewusst sind, ihre Rechte aber nicht immer in Anspruch nehmen und nicht zu schätzen wissen. Das sage ich jetzt bewusst, weil ich halt aus dem Iran komme und wir bestimmte Grundrechte, die wir in Deutschland haben, halt nicht haben. Meinungsfreiheit, andere Freiheiten und hier sind alle Rechte vertreten, aber die wenigsten wissen sie doch zu schätzen. Ich glaube, mein Bild von der Gesellschaft ist eine, die sich sehr engagiert, aber die durchaus vielleicht mehr machen könnte. Also viele Studierende glauben, sie würden nicht zu irgendeiner Elite gehören und Stipendien wären für die Elite. Aber die Stipendien sind ja für jeden da und da müssen sich die Leute einfach überwinden. Also ein gewisses Selbstbewusstsein haben und sagen, ja, ich engagiere mich, ich bin nicht ganz schlecht in der Uni und dann kann ich mich auch einfach bewerben. Wir haben verschiedene Studienrichtungen, verschiedene Herkunft, wir kommen aus verschiedenen Bundesländern. Das ist doch jedes Mal wieder ein sehr, sehr schönes Gefühl, zu sehen, wie unterschiedlich, aber doch gleich wir alle sind.